Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute stelle ich euch mal den neuen Modulus-Griff mit 2 Dart Schussfunktion vor. Ja, und so bekommt ihr den Modulus 2 Dart Plastergriff geliefert. Da wäre er. Hier sind die Darts. Und auf der Rückseite, nichts Aufregendes, hier kriegt ihr nochmal Zubehör dargestellt, was man sich dann dazu kaufen könnte. Und dann wollen wir das nochmal auspacken. Und da hätten wir jetzt einmal den Griff. Ich mag hier mal Zubehör zeigen, weil da muss man nicht so viel erklären. Das ist jetzt ein Griff, also ein Blaster, den man als zusätzlichen Griff benutzen kann. Und der hat ja im Vergleich jetzt zu anderen, hier ist die Triad X3 oder die Jolt, ein Rail hier oben dran. Und das kann man dann hier nachher prima unter eine Nerf dran machen. Das geht ja bei den anderen nicht. Ja, Verarbeitung Nerf-typisch sehr gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Mit Schriftzug. Hier haben wir dann mal den Griff. Abzug. Hier kommen daher die Darts rein. Ich nehme mal hier die mitgelieferten. Zack. Gerade was gucken. Ja, fallen nicht raus. Zum Laden. Das ist so super simpel einfach. Das ist wie bei den eben gezeigten beiden. Einfach hier nach unten ziehen und dann könnt ihr die Darts verschießen. Funktioniert dann immer einzeln, also Pupp, Schuss 1, dann wieder laden und dann könnt ihr den zweiten Dart abfeuern. Ja, hier mal schnell, was es so an Griffen gibt. Das sind beide aus der Modulus-Reihe. Das ist ja der Griff, den man auch zusätzlich einklappen kann. Der normale Griff, das müsste einer von der Retaliator sein. Und hier haben wir den dann noch von der Stampede mit dem eingebauten Zweibein. Und ihr seht, alle Griffe, die könnt ihr dann unter die Nerf dran machen, aber die haben dann nicht halt so einen schönen Zwei-Schuss-Blaster. So, da haben wir den Griff. Ich habe mal ein paar Blaster rausgesucht. Ihr könnt den Griff an jeden Blaster dran machen, der dieses Rail von Nerf hat, ist eigentlich super simpel einfach. Schiebt ihr dann einfach drauf, das klackt dann hier unten nochmal rein und dann könnt ihr quasi zum Beispiel hier die Magnus in die Hand nehmen und hier mit der anderen Hand unterstützen beim Schießen. Also das dient quasi dann als Griff und gleichzeitig als Blaster. So, Magnus, kein Problem. Hier haben wir zum Beispiel die Strife. Wäre auch machbar, seht ihr, ja, wackelt ein bisschen, aber geht. So, Magnus Strife Rapid Strike CS18. Seht ihr, schließt sogar schön hier vorne ab. Jo, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da habt ihr sogar noch einen Griff, sonst habt ihr wahrscheinlich euch einen separaten Griff vielleicht aus der Modulus-Reihe immer hier drunter gemacht. Und jetzt habt ihr sogar noch einen Griff mit einem Blaster, wo ihr 2 Schuss abfeuern könnt. Das ist zum Beispiel sehr cool unter dem Rapid Strike. Der Klassiker natürlich Retaliator. Wenn ihr keinen Pumpgriff drunter gemacht habt, wie ich das bei meinem Blaster hatte, könnt ihr hier vorne auch prima dann so einen Griff dran machen. So, dann haben wir noch die Stampede. Da wird ja noch ein Griff schon, ja, das ist ein Griff Zweibein mitgeliefert, könnte man dann auch austauschen. Seht ihr, kann man drunter machen, kein Thema. Und dann haben wir noch die Long Strike. Das ist hier vorne natürlich dann auch möglich. Da steht der Hydrasoldat. 2 Nerf-Darts sind drin, der Nachbar macht wieder Krach. Und ich halte den Blaster mal gerade. Oh. Zack, Treffer. Boah, das wären, wenn er dran vorbeigeflogen wäre, bestimmt so 14 Meter gewesen. Schienemann, geh du voran. Zweimal. Einmal. Okay. So, jetzt nehmen wir hier meine kleinen Spezialdarts wieder. So, zack.
Oh, was war denn das? Da bin ich irgendwie dagegen gekommen. Macht nichts. Oh, die fliegen so schön. Und jetzt haben wir hier noch ein paar kleinere. Das müssen die Extreme und das sind die von Airzone. Mal gucken, ob man die auch verschießen kann, weil die halt ein bisschen kürzer sind. Oh nee, das geht nicht. Habt ihr gesehen? Ja, die kann man nicht nehmen. Dann gucken wir noch die von Airzone, ob die gehen. Die kann man weiter reinschieben. Die haben nicht so eine dicke Kappe vorne. Seht ihr, die gehen fast ganz rein. Oh. Ja, die kann man auch verschießen. Ja, noch so einen kleinen Reichweitentest. Bis an die weiße Wand müssten es so locker 20 Meter sein. Zwei Nerf-Darts sind drin. Ich halte den jetzt mal ein bisschen schräger. Hui. Oh, der ist fast bis hinten auf mein Beet geflogen. Ja, da wo das Loch ist, da hinten. So, jetzt kommen mal die zwei China-Männers noch rein. Ja, also selbe Reichweite wie bei dem. Der war weit. Der war fast bis hinten an das Holz, an diese Rückwand geflogen. Ja, jetzt habe ich euch den Handgriff. Ja, wo habe ich ihn versteckt? Na, wer sieht ihn? Wer sieht ihn? Jetzt habe ich euch den Handgriff mit den zwei Schuss, die ihr abfangen könnt, auch mal kurz gezeigt. Und zwar, da ist er, seht ihr? Da habe ich ihn noch hinbekommen. Sonst habe ich keinen Platz mehr. Maximaler Feuerpower. Pouts. Yo. Wie gesagt, ist eine interessante Erweiterung für zum Beispiel die Modulus-Reihe. Könnt ihr dann prima hier vorne mit runter machen und dann so den Plaster greifen. Weitere Modulus-Kits oder Zubehörteile kommen ja noch. Kommen dann auf jeden Fall auf meinem Kanal. Das war wieder der Test-Michel von YouTube. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.